Aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Letzte Ausfahrt Paradies. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und hier ist Ihre Gastgeberin, Anne Will. Guten Abend. Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Und danke für den sehr freundlichen Empfang. Ich will Ihnen meine Gäste vorstellen. Hochspannende haben wir. Zum Beispiel eine Frau, die eine Nahtoderfahrung hatte. Die Rechtsanwältin und gläubige Muslima Seyran Ateş. Dann ist bei uns die Katholikin und Vorsitzende der Christdemokraten für das Leben, Mechthild Löhr. Der Protestant, ehemalige Pfarrer und Sterbebegleiter Heinz Eggert. Und zwei Atheisten sind da. Der Physiker und Kabarettist Vinz Ebert. Und der, wie er selbst sagt, gottlos glückliche Philipp Möller. Willkommen. Frau Ateş, ich möchte zunächst Ihre Geschichte hören. Die liegt eine Sekunde zurück, das war 1984, hat aber Ihr Leben durchaus entscheidend geprägt. Sie waren da in einer Beratungsstelle für Frauen in Berlin-Kreuzberg, als ein Mann reinkommt und um sich schießt. Und er trifft eine Frau tödlich und trifft Sie. Ja. Wie schwer waren Sie verletzt? Sehr schwer. Und er hat nicht wirklich um sich geschossen. Er hat dann schon auf die beiden, die im Raum waren, gezielt geschossen. Und die anderen beiden Frauen standen in der Tür und konnten rausrennen. Also gezielt geschossen in dem Sinne, dass er halt dann auch wirklich die treffen wollte. So viel wie möglich wahrscheinlich. Wie schwer Sie verletzt waren? Ja, genau. Wie schwer war ich verletzt? Also mich hat er im Hals getroffen. Die Frau, die ich gerade beraten habe, hat einen Bauchdurchschuss gehabt und hat es leider nicht überlebt. Ich wurde am Hals getroffen, die Arterie vertebralis, das ist die hintere starke Arterie, die ist durchgeschossen. Das heißt, ich bin fast verblutet sozusagen. Und die Kugel steckte dann im Hals auch fest und hat das Rückenmark auch ein bisschen verletzt. Waren Sie bewusstlos? Ja, das ist ja die spannende Frage. Was ist da passiert in diesem Moment? Als der Mann in der Tür stand und reinkam, saß ich noch mit dem Rücken zu der Tür und habe die Stimmen gehört meiner Kollegin, die versucht haben, ihn rauszubitten, weil das eine Beratungsstelle nur für Frauen ist. Das tat er nicht. Und ich stand auf, drehte mich um und sagte zu ihm, lieber Herr, gehen Sie doch bitte raus. Und in dem Moment griff er in seinen Trenchcoat. Und ich habe da gewusst, der holt jetzt eine Pistole raus und schießt. Ich war vorbereitet. Mhm. Aber nicht, weil Sie den Mann kannten? Ich kannte ihn nicht. Das war ein Anschlag auf die Einrichtung. Das war kein Anschlag auf mich oder auf die Frau. Keine Beziehungstat. Darüber können wir gerne nachher auch noch mal reden. Als er schoss, ich habe das gesehen, die Pistole hat er rausgeholt. Ich habe in die Mündung geschaut und dann hat er geschossen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt stirbst du. Mehr nicht. Also ich hatte keine Angst, gar nichts. Und es tat auch nicht weh. Als ich getroffen wurde, war es wie, als ob ich auf einem Thron saß. So. Also das Gefühl war das. Und ich schwebte nach oben und sah dann, wie ich runtergefallen bin. Also ich habe keinen Schmerz gespürt. Und wie hat sich dieses Schweben angefühlt? Das war ein sehr leichtes Gefühl. Und später kam dann das Glücksgefühl dazu. Aber ich war erst mal noch damit beschäftigt zu klären, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Ich habe gedacht, oh, der schießt dich jetzt tot. Ich war 21 Jahre alt übrigens. Ich war noch sehr jung. Und in den Wochen vorher habe ich sehr, sehr, sehr stark meinen Kater gesucht. Der war weggelaufen, der Carlos. Mhm. Und mein erster Gedanke war, ich habe Carlos noch nicht wiedergefunden. Ach, echt? Ja, es waren total lustige Momente auch dabei. Dann habe ich gedacht, oh, meine Eltern. Es wird denen ganz schön schlecht gehen, wenn ich sterbe. Und dann mein Freund, das war der Nächste. Und der nächste Gedanke war so, wenn du jetzt stirbst, kommt dein ganzes Leben jetzt als Film. So hat man das ja gehört. Und es kam nicht. Und dann fing ich an, mich zu beruhigen. Und ich sah mich aber unten liegen dabei. Also es war ein Wechsel unten? Hoch und unten. Kam dann jemand? Haben Sie das auch gesehen? Oder? Ich habe ganz viel gesehen. Also es war, erst lag ich da in dieser Blutlache, weil ja der... Ich blutete wie ein Schwein. Ja. Das schoss ja richtig raus aus dem Hals, wenn so eine Arterie getroffen wird. Und dann lag ich in dieser großen Blutlache, die immer mehr wurde. Meine Kollegin rannte zum Krankenhaus, was nebenan war, Gott sei Dank, holte einen Arzt. Aber bis dahin passierte viel mit mir. Ich merkte, das geht anscheinend nicht zu Ende.
sei ganz ruhig. Ich habe mich dann beruhigt. Ich habe mich selbst beruhigt. Du musst einfach nur ruhig atmen. Und habe dann geatmet, einfach ruhig, ganz ruhig geatmet. Und war dann weg, ohnmächtig. Also in dem Moment war ich dann kurz weg, kam dann wieder hoch und sah, wie meine Kollegin, die andere, versuchte, die Feuerwehr anzurufen oder den Notruf. Sie sagen, Sie haben, als Sie da in diesem Schwebezustand waren, das haben Sie an anderer Stelle schon mal gesagt, Sie hätten mit Gott gesprochen. Ja, das kam dann im nächsten Moment. Also ich habe erst mal beobachtet, was da so passierte. Also als Beleg dafür, dass ich tatsächlich geschwebt bin und mich gesehen habe und auch die Szene da unten, kann ich sagen, ist dieser Moment, wo meine Kollegin versucht hat, mit dieser Drehscheibe eine Nummer zu wählen. Und ich habe ihr gesagt, 112. Ach. Ich habe mit ihr geredet und sie sagt, das kannst du nicht wissen, weil du mit dem Kopf zur Tür lagst. Mhm. Und der Tisch mit dem Telefon war in der anderen Richtung. Für sie ist der Beleg, dass sie wirklich von oben geguckt hat? Genau. Und sie wollte das nicht glauben. Ich habe ihr die Geschichte vorher erzählt, bevor sie mir das überhaupt erzählen konnte. Ich habe gesagt, weißt du eigentlich, nachdem ich wach wurde wieder und klar war, weißt du eigentlich, dass du falsch gewählt hast? Ich habe dich da gesehen. Und sie, das kann nicht sein. Also das kannst du nicht gesehen haben. Ich habe dann auch in diesem Moment, fing dann schon auch die Erlebnisse an, die sie meinen halt, dass ich Kontakt hatte beziehungsweise die Entscheidung treffen musste, ob ich bleibe oder nicht. Aber zwischendurch kamen dann eben diese Szenen, auch die Feuerwehr kam, die haben mich hingelegt, versuchten meine Hose runterzuziehen und über die habe ich mich auch amüsiert, weil sie haben den Reißverschluss nicht ganz runter gemacht. Ja? Die haben versucht, die Hose runterzuziehen. Die wollten ihnen Luft verschaffen. Genau, die wollten gucken, ob ich noch woanders verletzt bin. Das mussten sie kontrollieren, das wusste ich. Ich wusste es, was die da vorhaben. Und dann habe ich zu denen gesagt, mach den Reißverschluss auf. Also regelrecht von oben so auf die eingeredet. Und die haben den Reißverschluss aber nur bis zur Hälfte aufgemacht gehabt. Seid ihr blöd, habe ich zu denen gesagt. Ihr müsst es doch ganz aufmachen, damit ihr es runterkriegt. Ja. So waren diese Momente so abwechselnd. Und die Entscheidung tatsächlich, ob ich bleibe oder nicht, also ob ich sterbe, ob ich weggehe oder nicht, das war ein Moment im Licht und im Glück. Also es war tatsächlich so ein absolutes Glücksgefühl, was viele ja beschreiben, die das erlebt haben. Und es war ein Dialog. Mit wem? Und dieser Dialog ist für mich, meiner Ansicht nach, ist das der Dialog mit Gott gewesen. Haben Sie eine Stimme gehört? Es ist keine Stimme, so wie wir miteinander reden. Es ist eine Stimme, aber trotzdem im Dialog, so dass man sich verständigt. Mhm. Ich habe wirklich dann im Denken genau das gesagt, dass ich mich entscheide, zurückzugehen. Und ich wurde gefragt, ob ich gehen will oder ob ich bleiben möchte. Und wo waren Sie da, meinen Sie? Waren Sie in einer Art Paradies, wenn Sie sagen, das fühlte sich so schön an? Es ist dieser Zwischenraum gewesen. Ich hätte mich entscheiden können, weiterzugehen ins Licht. Und dann wäre es für mich das Paradies gewesen. Das habe ich auch schon gespürt. Also ich zählte meine Ansicht, also so war mein Gefühl. Ich habe auch das Glücksgefühl bekommen. Und ich habe auch die Zuversicht und auch das Gefühl vermittelt bekommen vom liebenden Gott, dass ich zu den Menschen gehöre, die dann, wenn sie bereit sind zu gehen, im Paradies oder auf der guten Seite landen werden. Und zähle mich daher auch zu den guten Menschen auf der Erde. Aber ich habe gemeint, ich habe noch was zu erledigen. Ich bin noch zu jung, das waren meine Argumente. Den Kater suchen wollten Sie noch. Das war wirklich, ja. Das glauben Sie mir nicht, das waren die längsten Minuten, also wenn ich das in Zeit einteile, waren das für mich, das war wirklich sehr lustig, die längste Zeit habe ich an meinen Kater gedacht, dass ich den nicht wiedergefunden habe und dass ich das noch erledigen muss, aber es gab noch andere Dinge natürlich. Herr Eggert, Sie sind evangelischer Theologe, Sie haben als Pfarrer gearbeitet, Sie waren sächsischer Innenminister, Sie waren also auch in der Politik, Sie schauen auf viele Eindrücke zurück. Wenn Sie das hören, halten Sie das für möglich, dass Frau Artesch mit Gott einen Dialog hatte? Also die Geschichte ist nicht so neu. Es gibt sehr viele Geschichten, wo man hört, dass Menschen, die operiert worden sind, dann hinterher erzählt haben, dass sie halt schon über dem Operationstisch schwebten, die Dinge gesehen haben und, wie Sie sagten, denkerisch eine Zwischenwelt. Und alle Geschichten bewegen sich übrigens auch fast im gleichen Rahmen von dem, was Sie erzählen, was natürlich etwas damit zu tun hat, dass wir alle auch nur in den Bildern sprechen können, die uns vertraut sind. Ja, deswegen kann man die Dinge auch gar nicht anders benennen. Ja, ob man
Aber nehmen Sie das einen Beleg für eine Existenz einer Zwischenwelt oder auch für den Beleg dafür, dass ein Leben nach dem Tod existiert? Oder wofür nehmen Sie das für weiter erzählte Geschichten, die Frau Artisch vorher auch schon mal gehört hat? Ja, oder das sind, ich sag mal, ich höre diese Geschichten immer, kann auch sagen, allein hätte ich früher gesagt, mir fehlt der Glaube, ist aber nicht ganz so. Weil ich inzwischen ganz andere Dinge auch erlebe, was so im Sterbeprozess möglich ist. Aber ich glaube, es geht nicht um Beweise, es sind so Erweise. Menschen erleben Dinge, erzählen sie. Das ist übrigens auch die ganze Bibel voll von solchen Geschichten. Und wenn sie jetzt in einem anderen Kulturkreis wären, wenn sie jetzt zum Beispiel in Amerika wären, in irgendeiner evangelikalen Kirche, da könnten sie die Geschichte von morgens bis abends erzählen und jedes Mal würden die wieder Halleluja schreien. Die wären völlig weg, wenn bei uns in Europa dann die Ratio einsetzt, was an der Geschichte stimmt eigentlich. Ich höre solche Geschichten, bewerte sie eigentlich für mich auch gar nicht und widerspreche da auch gar nicht, weil ich weiß, es gibt ein paar Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen wir uns nichts träumen und von denen wir wenig wissen und ich kann das einfach nur hören. Aber es würde mich nicht überzeugen, wenn ich jetzt auf der Suche wäre nach Gott, zu sagen, ja, das ist er, die haben sich ja unterhalten. Mhm. Also das würde mich nicht beeindrucken an dieser Stelle. Beeindruckend finde ich, dass sie ihren Kater vermisst haben. nein. Der erste Gedanke, absolut. Ja, aber Sterben ist auch viel, viel, jetzt sage ich mal, viel, viel einfacher, als wir manchmal glauben. Herr Ebert, Sie sind klarer entschieden als Heinz Eggert. Sie sind Physiker und sind Kabarettist. Und dieses naturwissenschaftliche Denken bringt Sie dazu, dass Sie sagen, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Also glauben Sie nicht, dass Frau Artisch mit Gott in einen Dialog trat und eine Art Paradies gesehen oder gefühlt hat? Also wenn ich heute Abend ins Bett gehe und träume von Engeln zum Beispiel, das passiert mir ja auch manchmal, dann ist ja das noch kein Beweis, dass es Engel wirklich gibt, sondern es ist ein Beweis dafür, dass unser Gehirn sehr fantasievoll ist. Und man weiß wirklich, das ist ja wissenschaftlich auch sehr gut untersucht, was bei Nahtoderlebnissen passiert, dass die Leute, also dass unser Gehirn da offenbar Kapriolen schlägt. Das heißt also, unser Gehirn ist gar nicht so sehr an der Wahrheit interessiert, sondern unser Gehirn ist ein Meister darin, uns manchmal auch selbst zu täuschen. Und deswegen erliegen wir ja oft Irrtümern, also in vielen anderen Bereichen auch. Also in normalen Entscheidungen zum Beispiel. Beim Lottospielen zum Beispiel sagen die Leute, die Chance auf einen Hauptgewinn beträgt 1 zu 140 Millionen, das könnte mich treffen. Beim Rauchen sagen die Leute, die Chance 1 zu 1000 für Lungenkrebs, warum soll es ausgerechnet mich treffen? Also wir bewerten einfach Dinge anders und das hat einfach damit zu tun, dass unser Gehirn sehr irrational ist. Also halten Sie das alles für eine, einen Trick, eine Täuschung des Gehirns? Also es ist zumindest besser erklärbar. Also man hat zum Beispiel auch in der Hirnforschung Menschen mit Elektroden an sogenannten Schläfenlappen stimuliert. Und diese Menschen erzählen von denselben Erfahrungen. Das heißt also, man kann diese Nahtoderfahrungen tatsächlich künstlich hervorrufen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht Hirnchemie ist, einfach höher, als dass es wirklich was damit zu tun hat, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Frau Löhr, will Sie vorstellen, Sie sind Unternehmerin, Sie sind Mitinhaberin einer Personal- und Unternehmensberatung. Sie sind aber auch eine sehr überzeugte Katholikin und engagieren sich da stark als Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben. Glauben Sie, dass solche Nahtoderfahrungen irgendein chemischer Prozess sind? Irgendwelche, wie haben Sie gesagt, Hirnlappen? Stirnlappen. Stirnlappen. Ja. Die sind schon auch im Hirn, genau. Werden stimuliert oder halten Sie solche Nahtoderfahrungen für eine Art Beleg dafür, dass es doch sowas gibt wie ein Leben nach dem Tod? Also mich frappiert, weil ich Ihnen jetzt heute auch zum ersten Mal zuhöre, ich kannte Ihre Geschichte ja nicht, dass sie fast identisch ist mit der Geschichte meiner Schwägerin, die mit 16 Jahren eben auch so ein ganz ähnliches Erlebnis gehabt hat, einen Asthmaanfall, einen ganz schwierigen, und ganz, ganz ähnlich erzählt hat. Und ich auch andere Menschen kenne, die wirklich sagen, sie haben schon mal Dimensionen erlebt in ihrem Leben, egal in welche
das ist nicht immer so ein dramatischer Anlass wie bei Ihnen, aber wo Sie gespürt haben, dass die Seele sich in gewisser Weise trennt vom Körper. Und ich glaube, das Faszinierende ist ja, dass wir in solchen Momenten merken, dass wir offensichtlich außer dem Körper noch eine Instanz in uns haben. Das finde ich, also was dahinter steht. Und für mich das ist auch, fühlen Sie, Herr Ebert, ja nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihm ja vorhin jetzt schon zugehört. Ich fand das toll, dass Sie gesagt haben, ob das Wahrheit oder Irrtum ist, was dann da erzählt wird. Ich meine, das ist ja schon mal eine Wahrscheinlichkeit von 1:1. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Bei Lotto ist ja die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass ich gewinne. Also wir sind im Grunde genommen bei Ihrem Argument, kann sein, kann nicht sein. Der Naturwissenschaftler sagt nein. Der religiöse Mensch sagt ja, sind wir bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:1. Und da gibt es eine berühmte Wette von Blaise Pascal, von dem Philosophen, der gesagt hat, wenn der eine von uns glaubt oder nicht glaubt, wir beide jetzt oder so, dann fragen wir uns doch mal, was ist für das Leben dieser Person besser? Das zu glauben oder es nicht zu glauben? Es glauben zu können oder es nicht glauben zu können? Das ist der Nützlichkeitsgedanke und der ist gefährlich. Der ist gefährlich, wenn er die einzige Begründung wäre. So ist es. Aber für uns jetzt mal als Gedankenexperiment geht es ja jetzt erstmal darum, festzustellen, ob wir nicht der Meinung sind, es gibt gute Gründe zu glauben, dass nach diesem Leben noch ein Leben kommt, das vielleicht noch großartiger sein könnte. Wir können es jedenfalls nicht ausschließen als Naturwissenschaftler, weil ein Naturwissenschaftler kann ja nur beweisen, dass es hier nicht ist. Da würde ich Ihnen ja folgen. Er hat ja gesagt, man kann das stimulieren, man kann das herstellen. Ja. Das heißt ja für mich auch noch lange nicht, dass aber die Frage ist eine andere, glaube ich. Passiert. Waren Sie vorher schon religiös? Ja, war ich. Ja. Aber ich war, und ich denke, bin seitdem, nein, pardon, ich war vorher schon gläubig, ja. Aber ich bin seitdem. Okay, das war eine Verstärkung. Ja. Ich will auf was ganz anderes heraus. Ja. Zwei Leute können das Gleiche erleben und bewerten es unterschiedlich. Und deswegen erfahren ist es auch unterschiedlich. Erfahren ist unterschiedlich, bewerten ist unterschiedlich. Und deswegen ist diese Sphäre auf der einen Seite jetzt ein Keil zwischen Naturwissenschaft und zwischen dem Bereich des Glaubens zu bringen. Das kann man wegnehmen, weil es geht insgesamt um Glauben, Vertrauen, Hoffen, all das, was so das Leben, was das Leben ausmacht. Interessanter war für mich die Geschichte gewesen, wenn sie vorher so militante Atheistin gewesen wäre. Das gibt's und auf auch einmal hätte Beispiele. Gott zu Ihnen gesprochen, dann hätte mich nur noch gefragt. Das gibt's, André Foussard, ein ganz berühmter Franzose. Dann hätte mich nur noch gewundert, in welcher Sprache er zu Ihnen gesprochen hätte, also türkisch oder deutsch. Es war tatsächlich so, dass meine Zweifel diesbezüglich sehr viel größer waren. Ich war ja ein junger Mensch und sehr politisch. Und in diesem Moment war das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Verstärkung meines Glaubens. Und selbstverständlich habe ich als vernünftiger Mensch auch, ich bin Juristin, ja, ich habe ja nun auch etwas sehr, sehr lebensnahes studiert, bin ein sehr bodenständiger Mensch, auch meine Zweifel, auch in meinem eigenen Erleben. Mhm. Es ist nicht so, dass ich so gottgläubig bin oder so absolut gläubig im Sinne von, ich nehme das jetzt auch das eigene Erlebte einfach so hin, wie das ist und ich hinterfrage das. Das ist kein Gesicht. Deshalb haben Sie, Frau Eitelsch, die Geschichte erzählt mit dem Telefon, das Sie nicht haben sehen können, als Sie lagen. Genau, für mich war das, also ich hab das gesehen, ich war irritiert selbst über das, was ich erlebt habe. Ich war 21, ich hatte mich noch nicht, ich wiederhole das zu oft, jetzt heute nicht nochmal, ich war noch nicht so belesen oder so erfahren und hatte viele Geschichten gehört. Mhm. Ich konnte gar nicht so viel nachplappern in dem Moment. Deshalb war das für mich aber in der Situation, als ich dann mich daran erinnerte, da war so ein Effekt, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, aber zwei Leute gehen über die Straße, werden nicht überfahren. Der eine sagt, ich habe Glück gehabt und der andere sagt, da hat jemand die Hand über mich gehalten. Welcher Gedanke ist schöner? So. Das geht auch nicht darum, was schöner ist. Das geht einfach darum. Woody Allen hat sehr, sehr schön ausgedrückt. Ein großer Atheist hat gesagt: Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, aber ich habe trotzdem immer Wäsche zum Wechseln dabei. Ja. Also, ich kann es natürlich als wissenschaftlich denkender Mensch auch nicht ganz ausschließen. Aber solange es keine eindeutigen Belege gibt, halte ich mich an das, was man. Ja, aber es gibt keine eindeutigen Belege dafür und keine dagegen, Jura. Herr Möller. Natürlich. Und deswegen sind wir in einer sogenannten Pattsituation. Ich will Herrn Möller in die Diskussion mal hineinholen. Er ist ein überzeugter Atheist, ich glaube kein militanter Atheist. Ein junger Mann noch, 32,
kurz. Ein junger Mann noch, 32 Jahre alt und mit 10 Jahren schon, habe ich gelesen, das fand ich interessant, so erkenntnisreich gewesen, wie Sie sich selber das auf Ihrer Homepage zumindest beschrieben haben, dass Sie mit 10 aus dem Religionsunterricht rausgegangen sind nach dem Motto, das brauche ich nicht mehr, das bringt mir auch nichts. Wenn Sie jetzt hören, was wir ja hier besprechen, dass viele Menschen, Frau Löhrs Verwandte, Frau Artesch, die Geschichten kennen wir ja auch aus anderen Quellen. Wenn so viele Menschen ähnliche Eindrücke hatten und ähnliche Erlebnisse hatten, da war immer dieses Licht, die Wärme, dieses große Glücksgefühl, was man auf Erden vorher nicht erlebt hatte, ganz unbeschreiblich. Sagen Sie dann, es gibt möglicherweise doch sowas wie ein Leben nach dem Tod? Also ich würde sagen, es sind einfach Hinweise darauf, dass offensichtlich sehr, sehr ähnliche Hirnprozesse bei Menschen ablaufen, wenn das Leben sich dem Ende nähert. Und das ist für mich eher ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit einem sehr, sehr rational erklärbaren Phänomen zu tun haben. Und nur weil viele Menschen dem gleichen Irrtum unterlegen, wird er deswegen noch nicht wahrer. Also auch wenn ich hier diese 1-zu-1-Rechnung höre oder die Geschichte mit der Schwägerin, glaube ich, die da was Ähnliches erlebt hat, das ist natürlich noch lange kein Beleg dafür, dass das stimmt. Und wenn wir sagen 1-zu-1-Rechnung, also Herr Ebert hat es ja gesagt, wir wissen heute, dass unser Bewusstsein das Ergebnis von neuronalen Prozessen ist. Und wir können uns beispielsweise die Alzheimer-Demenz angucken. Dort reichen ganz, ganz wenige Neuronen aus, die absterben, Synapsen, die sterben, Teile des Gehirns, die sterben. Und die gesamte Persönlichkeit des Menschen ändert sich. Da muss man sich doch ernsthaft fragen, was bleibt von unserer Persönlichkeit übrig, wenn das Gehirn überhaupt nicht mehr funktioniert. Unser Geist geht aus der Materie hervor, das ist die Erkenntnis des Monismus. Wir haben den Dualismus also lange überwunden. So etwas wie eine Seele ist offensichtlich eine religiöse Erfindung, die wir vielleicht genauso irgendwann über den Haufen werfen, wie das Weltbild, in dem irgendwo die Welt in der Mitte steht. Also das sind überkommene Vorstellungen und ich denke, wir schaffen es auch noch, uns davon zu lösen. Nach dem Tod ist? Das gleiche wie vor dem Leben, nämlich gar nichts. Nach dem Tod existieren wir nicht mehr. Ist Ihnen das eine Belastung oder sagen Nein. Ja, völlig in Ordnung? Toll. Keineswegs. Das macht mein Leben, das macht unser aller Leben unheimlich wertvoll. Also ich meine, was ist denn ein Tag im Leben wert, wenn das Leben unendlich ist? Gar nichts mehr. Wenn das Leben aber endlich ist, dann können wir es begreifen als die einmalige Chance, unser Leben und das unserer Mitmenschen und auch anderer Tiere als ein lebenswertes Leben zu gestalten. Das ist bei einem unendlichen Leben nicht mehr nötig. Denn dann könnte ich ja alles machen. Es ist ja sowieso unendlich. Ich meine, dass also die Perspektive, dass das Leben glücklicherweise irgendwann vorbei sein wird, viel mehr Wert auf das Leben selbst legt. Da möchte ich vielleicht kurz ein, weil ich denke mal, ich meine, das sind sehr interessante Theorien, wobei es eben auch Theorien sind. Zum Beispiel muss man doch sagen, dass wenn jemand, nehmen wir mal, alkoholkrank ist oder tablettenkrank ist oder so, verändern sich ja Prozesse im Kopf auch. Ja? Die Menschen verlieren oder verändern ihre Persönlichkeit sehr stark. Oder wenn Leute schwer behindert sind durch Unfälle oder andere Dinge. Trotzdem bleibt ja in diesen Menschen ihr Menschsein in einer, sagen wir mal, unverletzbaren Weise erhalten. Sie behalten ja ihre Würde als Mensch. Ich habe nämlich gerade mit Entsetzen gehört, dass Sie gesagt haben, Menschen und andere Tiere. Weil ich denke mal, das ist doch gerade ein Fortschritt unserer Zeit, dass wir die Menschenwürde so klar in den Mittelpunkt aller Bewertungen auch stellen, ja? Und über alle Kulturräume... Entsprechend verhalten wir uns gegenüber Tieren, das ist auch nicht gut. Ja, aber wir sind ja heute natürlich bei diesem Thema jetzt vor allen Dingen auf die menschliche Seele konzentriert. Und für mich ist ganz klar, dass die Seele des Menschen unabhängig davon ist, wie aktiv, wie gesund, wie alt, wie krank jemand ist, sondern die Seele, die quasi das Innerste im Menschen ausmacht, ist eben immateriell. Sie kann gar nicht von materiellen Verletzungen verletzt werden, weil sie eben selber nicht materiell ist. Sonst wäre sie ja quasi nur in dieser begrenzten Zeit. Und ich möchte Ihnen noch in einer anderen Sache... Glauben Sie an eine Konstruktion einer Seele? Nein, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich bin Monist, ich gehe davon aus, dass all unsere Wünsche, all unsere Vorstellungen, all unsere Vorlieben, unsere Hoffnungen eben aus den neurochemischen Prozessen des Gehirns hervorgehen. Dafür haben wir unheimlich viele Belege. Und eine Seele ist eine religiöse Wahnvorstellung, die wir eigentlich längst überwunden haben. Sind wir aber respektvoller. Oh.
keine Droge. Ja, das stimmt, es ist ein bisschen respektlos zu sagen, es sei eine Wahnvorstellung. Mit Seide stopft man keinen groben Sack. Also ich meine, wir haben es hier, wir haben es ja beim christlichen Glauben vor allen Dingen auch mit einer höchst unethischen Lehre zu tun. Aha. Es geht ja nicht nur darum, dass hier von einem ewigen Leben geredet wird, sondern es wird auch von einem ewigen Höllenfeuer gesprochen, wo auch Jesus ja angeblich selber sagt, dass Sünder in dem Ofen schmoren sollen. Und das ist eine unethische Sache. Und deswegen denke ich, also wer solch einen phänomenalen Unsinn von sich gibt, der muss eben auch mal die entsprechenden Worte hören. Ich frage mich, von solchen Büchern, wo man sowas nachlesen kann. Die Bibel? Ja, die Bibel kenne ich schon. Ja. Aber ich weiß natürlich auch um die Bilderhaftigkeit der Bibel. Ach so. Und ich weiß auch um die Interpretamente der Bibel. Aha. Also das habe ich zumindest vorausgesetzt. Wenn jemand, ich unterhalte mich ja gerne mit Atheisten, weil man mit denen immer gut über Gott streiten kann. Mit manchen Gläubigen kann man über Gott schon gar nicht mehr reden, weil die alles wissen. Die wissen teilweise ein bisschen mehr als er. Aber dann muss eine gewisse Ebene hergestellt sein. Und diese Ebene ist, dass man sich mit Dingen beschäftigt. Mhm. Ja, und da kann ich nicht anfangen mit diesen Höllenfeuern. Natürlich gibt es das teilweise auch noch Leute, die das wahrscheinlich glauben. Oder es, sich und lehren. Sich aber vorstellen. Es wurde doch jahrhundertelang Moment gelehrt. Mal, aber das Moment ist mal, wollen wir mal einfach dabei bleiben. Und die Ethik, der gesamte Humanismus, die Wahrung der Menschenwürde, ist geschichtlich, historisch nachgewiesen, wäre nicht denkbar, wenn das Christentum nicht existieren würde. Und ich meine jetzt unter Christentum nicht die Kirche als Macht. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Warum bitteschön soll man sich eigentlich um Behinderte kümmern? Warum Alte im Heim versorgen? Die bringen doch nichts mehr. Das ist Unsinn. Entschuldigung, nein. Ja, natürlich Unsinn. Ist der Gedanke Unsinn. Aber die Konzentriertheit dieser Aussage liegt halt in dem des Christentums, das sich unterschieden hat damals von den anderen, die Schwachen, die nichts mehr brachten, umgebracht haben. Entschuldigung. Also Empathie und Mitgefühl ist nichts, was aus dem Christentum genuin hervorgeht. Ich spreche jetzt nicht über Empathie und Mitgefühl. Aber darüber spreche ich, wenn es hier um behinderte Menschen geht. Ja, gut. Aber das würde doch bedeuten, dass ungläubige Menschen unethischer sind. Nein. Ich verweise ja auf die Wurzeln. Man muss doch nicht Ja sagen zum Christentum heute. Muss man nicht. Man kann doch sagen, ich bin Atheist. Das ist ja okay. Aber alle Religionen kennen die Seele. Nicht aber, nur das Christentum. Ich will auch alle. Von der Seele weg. Mhm. Aber die Akzeptanz weil ich mit dem Wort Seele, auch nicht viel anfangen kann. Aber die Seele, glaube ich, gehört doch zum ewigen Leben dazu, zumindest in Ihrer Vorstellung. Also oder Sie glauben, dass die Seele weiterlebt? Ja, also in meiner Vorstellung, das wäre jetzt sehr arrogant. Also ich muss sagen, ich verlasse mich auf Glauben. Genau, in meinem Glauben. Darüber können Sie ja ohne Arroganz sprechen. Genau, also ich verlasse mich auch auf die Tradition der Menschheit, die wir ja in allen Kulturen verfolgen können. Die Menschheit ist religiös. Sie haben zwar recht, dass das 17., 18. Jahrhundert und so weiter, dass es natürlich immer Gegenbewegungen gegeben hat, aber man muss einfach doch zur Kenntnis nehmen, dass die Weltreligionen alle übereinstimmend von der Seele sprechen, übrigens alle übereinstimmend von Engeln auch sprechen. Das fiel mir vorhin bei Ihrer Bemerkung noch ein, dass offensichtlich Menschen ähnliche Träume haben und sich auch verständigen können, weswegen unter anderem übrigens die Menschenrechte auch weltweit gelten müssen, weil wir uns so ähnlich sind. Und Sie haben vorhin gesagt, das kann ich gar nicht nachvollziehen, das scheint mir auch eine Informationslücke vielleicht. Kein Christ, kein Muslime geht davon aus, dass wir dieses Leben ewig leben. Sondern es beginnt, da haben Sie völlig recht, das schreibt übrigens der Papst sogar in seiner Enzyklika über die Hoffnung, über die christliche Hoffnung, dass er sagt, die meisten Stellen, ja, weil das wird ihn jetzt überraschen, weil er genau das schreibt, was Sie gesagt haben. Der Papst schreibt in dieser Enzyklika, ich habe das extra nochmal nachgelesen und deswegen ganz frisch im Kopf, dass die meisten wohl Angst haben, dass die Ewigkeit wäre langweilig, weil sie endlose Fortsetzung unseres Lebens wäre. Und dass er das verstehen kann. Dass aber und das ist auch meine feste Überzeugung, die Ewigkeit hat eine andere Dimension. Das Leben hier ist eine Zeit, in der wir quasi mit unserem Körper so verheiratet sind, mit allen Begrenzungen, mit den Limitierungen, die wir entweder durch Krankheit haben oder wir haben unterschiedliche Intelligenzen und wir sind ja sehr unterschiedlich begabt. Manche haben sehr viele Begabungen, Sie offensichtlich ganz viele, manche haben ganz wenige. Also das ist ja heute sehr schwierig zu sagen, dass man sieht, wir sind alle gleich und wir sind eben sehr verschieden. Aber in Bezug auf die Seele und auf unsere Wertigkeit empfinden wir ja eine ursprüngliche Gleichheit. Und das ist das, was wir auch als Seele bezeichnen. Ich finde... Und das hat uns ja nicht zuletzt dazu gebracht, dass wir diese Frage mal diskutieren wollten. Da bleibt ja immer verdammt viel Unsicherheit. Deshalb nimmt man sich, wenn man
auf eine Antwort sucht auf die Frage, gibt es nach dem Tod noch irgendwas oder gar nichts, wie Sie annehmen, ja gerne diese Nahtoderfahrungen. Frau Artesch hat uns von ihrer berichtet. Das nimmt man nicht als Beleg, natürlich nicht. Aber als zum Beispiel eine Verstärkung für ein religiöses Gefühl. Ich möchte Ihnen da noch ein Beispiel zeigen, das wir ebenfalls total interessant fanden. Matthias Seligno und sein 5-jähriger Sohn Paul. Paul ist lebensfroh und kerngesund. Eigentlich etwas ganz Normales, aber für die beiden immer noch etwas ganz Besonderes. Also es war Ostersamstag, der 3.4.2010. Wir waren bei den Großeltern und Paul ist dann beim Spielen in den angrenzenden See gefallen. Wir haben auf einmal festgestellt, dass wir ihn nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Haben uns dann umgedreht, haben ihn gesucht und haben ihn dann halt leblos treibend im Wasser gefunden. Paul war damals 3 Jahre alt. Der Großvater hat ihn dann rausgezogen. Ich habe festgestellt, er hat halt nicht mehr selber geatmet. Das Herz hatte aufgehört zu schlagen. Ich hatte nur für einen ganz kurzen Moment das Bild eines weißen Kindersarges gehabt. Das war wirklich nur für Sekundenbruchteile und habe einfach nur gedacht, nee, also dein Sohn kann jetzt hier einfach nicht sterben. Und habe dann halt einfach das gemacht, was ich mal gelernt hatte. Und nämlich wiederbeleben. Und das haben wir dann so lange weitergemacht, bis dann der Rettungsdienst eingetroffen ist. Dann kam der Rettungshubschrauber. Das Herz schlug immer noch nicht. Und sind dann in Berlin-Buch dann auf die Kinderintensivstation gekommen. Direkt vom Hubschrauber. Da wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen noch intensiver weitergeführt. Aber das Herz hat halt immer noch nicht angefangen zu schlagen. Das heißt, es stand zur Diskussion, dass sie die Reanimation abbrechen. Mittlerweile waren seit dem Unfall gute 2-3 Viertelstunden vergangen. Seit fast 3 Stunden steht Pauls Herz jetzt still. Im Grunde gibt es kaum noch Hoffnung. In dem Moment, wo die Diskussion sozusagen stattfand, hat sein Herz wieder angefangen zu schlagen. Das war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Also wir lagen uns in den Arm und sind dann halt eben gleich zu ihm rein ins Zimmer und konnten ihn dann halt eben auch dann sehen und anfassen und auch fühlen, dass er dann wieder lebt. Als ich dann mit ihm am Bett saß, sagte er mir, Papa, ich war bei Uroma Ulla im Himmel. Ich habe gedacht, was hast du gesagt? Und er wiederholte das nochmal, er war bei Uroma Ulla im Himmel. Ich war mehr oder weniger perplex gewesen, warum er sagt er das jetzt, und hab einfach nur gefragt, hat sie denn was gesagt? Und er meinte dann einfach nur, ja, ich soll wieder runtergehen. Paul war 11 Monate alt, als seine Urgroßmutter Ulla starb. Ich habe das jetzt erstmal so hingenommen und dachte, naja gut, es gibt halt eben Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht erklären. Und er war mit Sicherheit an solchem Ort gewesen. Also ich denke schon, dass da halt eben Gott seine Finger mit im Spiel gehabt hat und gesagt hat und entschieden hat, es ist noch nicht Zeit für ihn zu gehen. Herr Ebert, ein 3-jähriger Junge sagt dann, dass seine Uroma Unna, die er eigentlich dich kannte, ihm gesagt hat, er soll wieder runtergehen. Gibt es dann möglicherweise doch mehr als das, was sich Naturwissenschaftler so erklären können? Mag sein, aber ich meine, die haben wahrscheinlich alle über die Uroma Ulla immer wieder gesprochen. Und das war natürlich ein Thema in der Familie. Also der kannte natürlich die von Erzählungen her. Und also er hat ja jetzt nichts erfunden, was er nicht wissen kann. Also auch da ist wieder die natürlich als Wissenschaftler kann man nie sagen, ich kann das komplett ausschließen. Aber wie schon gesagt, es gibt sehr, sehr plausible andere Erklärungen, die für mich einfach im Zweifelsfall mehr Sinn machen. Und es müssen schon Warum verdammt. Mehr Sinn? Naja, weil ich einfach ein rational denkender und wissenschaftlich denkender Mensch bin. Und wenn jemand was behauptet, was extrem unwahrscheinlich ist, dann muss er schon ganz gute Argumente haben. Nee, der Grund ist doch eigentlich, dass Gott nicht sein kann. Bitte? Der eigentliche Grund bei Ihnen ist doch, dass Gott nicht sein kann. Nein. Sind Sie doch überzeugt davon? Passen Sie auf. Aber ich frage jetzt nur, ob das nicht der Punkt ist, warum man sagt, deswegen lasse ich keine andere Erklärung zu, ich lasse nur die eine zu. Während andere wieder sagen, ich bin so religiös, ich lasse nur die Erklärung zu, dass Gott das war. Was der sagt, interessiert mich gar nicht.
Haben Sie schon mal wissenschaftlich gearbeitet? Ja, habe ich. Als Theologe arbeitet man wissenschaftlich. Aber als naturwissenschaftlich denkender Mensch. Also Theologie und Naturwissenschaft. Ich denke auch naturwissenschaftlich. Und ich bin nicht bereit, eines gegen das andere auszuspielen, im Gegensatz zu Ihnen. Genau. Ich muss auch in der Mitte stehen, obwohl ich das erlebt habe. Ich gebe beiden was Ihnen zusteht. Aber lassen Sie ihn kurz antworten, ob das tatsächlich so ist, dass Sie nicht an die Existenz eines Gott glauben mögen, auch nicht an die einer Gehen wir mal von dem Fall aus, in 10 Jahren wird eindeutig nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen, dass es Gott gibt. Das kann ich jetzt schon sagen, das passiert nicht. Ja, aber dann bin ich der Letzte, der sagt, das ist ein Quatsch. Ja. Aber können Sie naturwissenschaftlich nachweisen, dass Sie geliebt werden? Ja. Ja, natürlich. Naturwissenschaftlich. Natürlich. Ja? Oxytocin, Serotonin, alles kein Problem. Ja. Das finden Sie. Und wenn man aber dann... Das gibt's. Ja, aber wenn man... Nein, ich bleib jetzt mal dabei. Aber wenn man dann die Geliebten, die wissenschaftlichen Apparate dran klemmt, wissen Sie, dass übrigens Hass als starkes Gefühl ähnlich genau die gleichen Ausschläge hat wie heftige Liebe? Und woher wollen Sie eigentlich wissen, dass das wirklich Liebe ist? Vielleicht ist sie berechnend. Stimmt. Vielleicht will die was. Was heißt denn, stimmt nicht? Das du kennst sie doch gar nicht. Hass ist ein vollkommen anderes Gefühl als Liebe. Und es zeigt sich natürlich auch anders Nachweis, im Gehirn. Aber nicht im Nachweis von naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Aber doch. Nein, wir haben heute die funktionelle Magnetresonanztomographie. Wir können dem Gehirn beim Arbeiten zuschauen. Ja. Aber wenn Sie nicht das Gefühl, dass Sie sich eigentlich genauso darstellen wie diese orthodoxen Gläubigen? Ja, finde ich auch. Wie Sie ja, das ja gerade beschrieben haben, also das habe ich zum Beispiel das Problem jetzt, also ganz groß das Problem mit Ihnen beiden, wenn Sie sich zu sehr, oder Sie vor allem, so sehr wissenschaftlich darstellen und sagen, das ist die absolute Wahrheit. Also das ist mein Problem. Erst wenn die Freundin untersucht, dann glaube ich ihr, dass sie mich liebt. Das wäre die Konsequenz. Nein, das unterstellen Sie mir falsch. Nein, dann ist es richtig. Dann müssen wir das klarstellen, weil die Atmosphäre nämlich so da ist, als ob Sie wirklich die absolute Wahrheit hier vermitteln. Und ich diejenige, die so etwas erlebt hat. Ich erlebe das mal. Ich wage es gar nicht. Wissen Sie, ich traue mich gar nicht zu behaupten, das ist absolut richtig, dass es Gott gibt, dass ich diesen Dialog geführt habe, und daraus schließe ich eine absolute Sicherheit. Kann ich gar nicht. Das darf ich gar nicht, weil wir als Menschen mit Vernunft und Verstand ausgestattet sind, und das ist ein Teil meines Glaubens. Das ist Ihre Erfahrung und die bleibt Ihnen. Aber die können Sie nicht verallgemeinern. Das ist ein einzigen, es gibt einen einzigen Satz, mit dem ich meine Position relativ einfach klar machen kann. Den hast du eigentlich schon gesagt. Die Beweislast für eine Behauptung liegt beim Behauptenden. Wenn Sie jetzt behaupten, es gibt einen Gott, dann glaube ich das so lange nicht, bis Sie mir das beweisen können. Und denn wenn, Moment, aber ganz Sie kurz, meinen, ganz Sie, kurz. Ich würde einmal kurz zu Ende sprechen. Wenn ich an alles glauben würde, dessen Gegenteil ich nicht beweisen kann, dann wäre ich vor Kobolden, Feen und Göttern schon verrückt geworden. Und deswegen halte ich mich, an die Sachen, die mir andere belegen können. Aber Sie unterstellen, ja, aber wie kann man darf ich noch mal bei dem Beispiel Liebe bleiben? Weil ich würde gerne noch was nachfragen, Herr Möller. Wo ist denn das Problem für Sie, wenn zum Beispiel Frau Löhr glaubt, wenn Herr Eggert, der als Pfarrer gearbeitet hat, glaubt? Wenn Frau Artesch auch glaubt, freilich an möglicherweise eine kleine andere Konstruktion von Gott, aber auch an einen Gott. Warum ist das Ihr Problem? Nein, also mit privat gelebtem Glauben habe ich überhaupt kein Problem. Sie können sich von mir aus nackt ausziehen, blau anmalen, an eine Wand springen und das wie heißt der Glauben? An Ihren Gott bezeichnen. Ja? Wie heißt der Glaube? Vielleicht kann ich wenn kurz, vielleicht kann ich kurz kann ausreden. Wenn das Ihr privat gelegter Glaube ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Problematisch wird Glaube dann, wenn die Regeln dieses Glaubens auf Menschen übertragen werden, die diesen Glauben nicht teilen. Also müssen wir Ihren Glauben teilen als Wissenschaft? Ich habe keinen Glauben. Nein. Doch, Sie glauben an die Wissenschaft, das glaube ich schon. Ja. Wer behauptet, dass man an Wissenschaft glauben kann, hat nicht verstanden, was Wissenschaft ist. Also ich denke, wenn Sie gerade das Beispiel mit Ihrer Freundin... Ist schön. Nee, ich würde das gerne auch noch ganz kurz zu Ende führen. Sie haben die Wahrheit. Nein, ich habe nicht die Wahrheit. Niemand hat die Wahrheit. Und das Problem am Glauben, um Ihre Frage zu beantworten, entsteht ja zum Beispiel dann, wenn, wie im Beispiel von Irland vor 5 Tagen, eine schwangere Frau in eine Klinik kommt und sagt, dass sie ein krankes Kind im Bauch hat. Es wird auch also festgestellt, dass sie kurz vorm Sterben ist und diese
Iren sagen müssen, wir sind ein katholisches Land, wir dürfen nicht abtreiben und deswegen stirbt natürlich das Kind, das wäre sowieso gestorben, aber diese Ärzte sehen dabei zu, wie die Frau stirbt. Und das ist ein riesiges Problem, der zum Beispiel aus dem Glauben hervorgeht, den Sie mit Ihrem christdemokratischen Schutz des Lebens, man müsste vielleicht sagen Schutz des Todes, verbinden. Und damit habe ich ein riesiges Problem, wenn Religion diese Auswüchse annimmt. Also ich kann mich nur wundern. Ich kann das unterschreiben. Natürlich. Ich kann mich nur wundern, weil dieses Beispiel gehört zwar jetzt nicht in unsere Diskussionsrunde, absolut, weil ich über den Fall auch informiert bin. Und in der Tat ist dort natürlich eine Blutvergiftung nicht erkannt worden. Und das ist absolutes ärztliches Versagen. Aber das ist wahrscheinlich doch jetzt nicht unser Thema, sondern wir haben uns ja hier wirklich mit der grundlegenden Frage beschäftigt. Was wir als Christen. Über eins sind wir uns aber klar, ja? Dass es im Glauben Dogmen gibt, die Menschlichkeit behindert haben und teilweise heute auch noch behindern. Ja. Da bin ich völlig auf der Schiene. Nicht bei dem Beispiel. Ich denke aber, dass wir die Konfrontation völlig falsch aufgebaut haben. Ich bin nicht dafür zu sagen, ich will Naturwissenschaft gegen Glauben aushebeln oder umgekehrt. Keiner, der heute glaubt, wird irgendetwas in Frage stellen, was naturwissenschaftlich bewiesen werden kann oder steht. Stimmt. Warum würde es sonst so viele ganz große Naturwissenschaftler geben, die mehr auf Heisenberg. Der Kirche haben als wir alle zusammen, die bis zum Lebensende gläubig waren und die beiden Dinge sehr genau voneinander trennen konnten? Ja. Also das ist der Punkt. Und so ein Beispiel, ich meine, da können wir solche Beispiele gegenseitig, ja. Ich erschlage mit dem Beispiel dieses Beispiel. Aber eins ist richtig, immer dann, wenn man dogmatisch wird, übrigens bei Atheisten genauso, die haben auch Millionen von Leuten umgebracht in den letzten zwei Jahrhunderten. Und ich rechne das hier nicht auf gegen das, was das Christentum an der Stelle oder die Machtkirche an der Stelle hervorgeholt haben. Aber eins muss man doch machen. Man muss doch einem anderen zugestehen, dass er die Wertigkeiten für sein Leben anders setzt als ich. Für sein eigenes. Und richtig. Entschuldigung, wenn es eine Million von Leuten gibt, die sagen, wir setzen unsere Überzeugung ähnlich, weil wir uns diesem Christus, der Bibel oder dem Islam verbunden fühlen, dann kann ich denen noch nicht verbieten, dass sie zusammen Gottesdienste feiern, dass sie sich austauschen, dass sie interreligiöses Leben. Tut ja auch eben, niemand. Ja, also bitte. Nein. Wir suchen ja noch was anderes jetzt eben. Auch. Wir bewegen uns tatsächlich ein kleines bisschen davon weg. Wir waren ja in der Tat bei der Frage, gibt es sowas wie ein Leben nach dem Tod? Und können ja weitergehen zu der Frage, wer braucht denn die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod? Wir haben uns diese Nahtoderlebnisse angeschaut und haben da ja jetzt doch, das haben Sie sehr schön erklärt, Frau Hartesch, nicht die, haben wir auch nicht mit gerechnet, eindeutige Antwort und die absolute Wahrheit gefunden. Herr Ebert, ich möchte mir von Ihnen Ihre Geschichte erzählen lassen, die uns vielleicht weiterbringt bei der Frage, hilft der Glaube, hilft die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod in einem existenziellen Moment. Ihre Frau hatte ihren Bruder auf ganz brutale Weise verloren. Was ist da passiert? 2005 ist der Bruder meiner Frau und mit seiner Freundin auf die Bahamas geflogen. Die wollten Urlaub machen und sind auf den Bahamas ermordet worden. Also auf eine ganz brutale Art und Weise, die sind wirklich hingerichtet worden. Also das war kein Raubmord, sondern also man weiß bis heute noch nicht, was da passiert ist. Man weiß nur, dass die Bahamas neben dem Urlaubsparadies auch ein großer Drogenumschlagsplatz ist. Da ist die Drogenmafia sehr aktiv und man vermutet, die waren an falscher Stelle, am falschen Ort, sind in diese, also die haben überhaupt nichts mit Drogen zu tun gehabt, aber sind da reingeraten, sind anscheinend von denen verdächtigt worden. Man hat sie gefesselt und im Hotelzimmer erschossen. Und das war natürlich für die Familie ein unfassbarer Schock. War Ihre Frau gläubig? Meine Frau war gläubig, also sie war jetzt nicht tiefgläubig, aber sie hat geglaubt und hat sich dann im Zuge von dieser Geschichte sehr viel mit Glauben beschäftigt und auch mit ihrer Stellungnahme zu Gott und hat überlegt, wie kann ich das mit meinem Glauben vereinbaren. Und letzten Endes ist sie vom Glauben abgekommen, weil sie gesagt hat, mir persönlich
gibt es überhaupt keinen Trost, wenn ich weiß, dass die vielleicht beide im Jenseits zusammen sind. Das ist eher zynisch. Also wenn ich daran glaube, da zerbreche ich daran. Und für sie war die Abkehr vom Glaube ein Stück weit eine Art und Weise, das zu bewältigen und ihren Frieden damit zu machen. Sie sagt mittlerweile, ich kann gut damit leben, dass unser Leben zufällig ist, dass unser Leben sinnlos ist, also dass es keinen Sinn, keine Sinnhaftigkeit gibt, dass solche Dinge passieren. Und sie ist mittlerweile nicht mehr gläubig. Ich habe den Punkt noch nicht genau verstanden, warum sie das zynisch gemacht hätte. Ihr Schwager und dessen Freundin waren doch sehr gläubig. Ne? Sie waren. Die haben ja ganz sicher geglaubt, dass sie irgendwie sie in einem Jenseits finden. Sie haben sich ganz beschützt gefühlt. Also, die waren so ein bisschen auf diesem ESO-Trip auch so ein bisschen drauf, wollten da Delfine anschauen und haben sich sehr so mit dem Schicksal in so ganzheitlich in Verbindung gefühlt und haben sich sehr beschützt gefühlt. Und warum war das für ihre Frau dann kein Trost, sich vorzustellen, dass sie ihren Bruder im Jenseits zum Beispiel irgendwann wieder trifft? Naja, wahrscheinlich. Wenn der doch so fest davon ausgeht. Wahrscheinlich ist es dieser Punkt, dass er sagt, also wenn es einen Gott gibt und wenn es einen Schöpfer gibt, dann hat der ja auch irgendwas mit dem zu tun, was da passiert. Ja. Und wenn er das, ja, dieser klassische Satz, wenn er das zulässt, dann nur damit die im Jenseits in Glückseligkeit verbunden sind, da glaube ich da nicht dran. Na gut. Ist das verständlich? Ja, nein, das ist ja genau eine, darf ich jetzt mal als Theologe dazu? Oder auch dann ich. Sie, Frau, nehme einfach mal das Wort jetzt. Ja. Das ist eine Diskussion, die sich über Jahrtausende zieht. Klar. Wie kann man angesichts dieses Leides an Gott glauben? Goethe hat damals gesagt, als das Erdbeben war in Lissabon, hat er gesagt, ein Gott kann es gar nicht geben, der so etwas zulässt. Da muss ich jede persönliche Entscheidung, dass jemand sagt, ich kann jetzt nicht an diesen Gott glauben, wie ich ohnehin, ob jemand dafür ist oder dagegen ist, immer respektieren muss. Aber es gibt auch man kann die Frau auch umkehren. Vielleicht gibt es auch nur die Möglichkeit, mit diesem Wahnsinnsleid auf der Welt umzugehen, weil es die Hoffnung auf Gott gibt. Also man kann beide Fragestellungen, und jetzt ist die Frage, welche Fragestellung ich für mein Leben selber fruchtbar zulasse oder nicht. Und da kann ich Ihrer Frau nur alles Gute wünschen dazu. Es kann auch sein, dass man irgendwann einmal wieder ganz anders ins Nachdenken kommt. Das ist das, was ich vorhin bei all dem, was wir diskutieren, sagen wollte. Irgendwann treffen wir mal eine Grundentscheidung. Ich habe sie sehr spät getroffen, mich fürs Christentum zu entscheiden, aber weil das mir die Freiheit in einer Diktatur gegeben hat. Mich nicht Sie waren von den, 22. Ja, da war ich 22, mich nicht von den Maßstäben dieser Diktatur abhängig zu machen, die mir eigentlich sagen wollte, wann ich ein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft bin. Das ist die Gefahr. Das war die Freiheit für mich. Also für mich ist dieser Anlass existenziell gewesen. Ich bin auch keiner, der in der Theologie groß über Lehrmeinungen diskutiert. Mich interessiert immer, wo ist der existenzielle Anlass, dass jemand Fragen stellt. Ja, weil von der Antwortfindung für sein Leben, wie bei der Frau, sehr viel abhängt. Und das sind für mich die interessanten Momente. Frau Löhr, Sie haben die Geschichte ja auch gehört. Warum genau sollte Frau Ebert oder Ihre Frau, heißt sie auch Ebert? Bolzano. Ah, Bolzano, also Frau Bolzano. Den Namen hätte ich auch nicht abgegeben. Warum sollte Frau Bolzano, obschon sie diese furchtbare Erfahrung gemacht hat und diese wahnsinnigen Zweifel hatte, warum sollte sie Ihrer Meinung nach trotzdem an Gott glauben und ein Leben nach dem Tod? Also ich denke, der erste Grund, weswegen ich auch an Gott glaube, jeder von uns hat ja Gründe, weswegen er zu so einer Position gekommen ist, ist wirklich, dass ich das Geschenk des Lebens als Geschenk empfinde. Ich spüre also, ich habe mich nicht gemacht. Meine Eltern haben mich im Grunde genommen auch nicht gemacht, in dem Sinne, dass sie jetzt ja, biologisch gesehen mitgewirkt. Aber sie haben mich nicht in der Form bestellt, wie ich jetzt bin. Ich bin für meine Eltern auch eine Überraschung gewesen, wie jeder von uns vermutlich für seine Eltern irgendwie eine Überraschung ist. Und ich denke mir einfach, wenn Gott das Leben schenkt, nimmt er dieses Geschenk nie wieder zurück. Also ich bin einfach fest davon überzeugt,
Wer einmal geschaffen ist, hat im Grunde genommen mit dieser Schöpfung, weil Gott ist, ist großzügig, ja, es gibt keinen Sinn, den Menschen nur zu schaffen, um ihm 20, 30 Jahre später bei so einer Tragödie jetzt wieder einfach ins absolute Nichts fallen zu lassen. Und, aber da war sie doch. Sie war doch im absoluten Nichts. Ja, aber sie ist nach meiner festen Überzeugung, ist sie, das ist natürlich, solche Erlebnisse kennen wir ja leider auch. Ich habe meine Eltern zum Beispiel durch einen Autounfall verloren, beide zusammen, vor 25 Jahren. Da wird, mein Glaube wurde da auch geprüft. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich wirklich selber mal nicht sicher, als die Nachricht kam. Man ist ja genauso fassungslos, auch wenn die Brutalität da noch wieder anders ist. Und die auch erst Anfang 60 waren. Also man ist, man kann nicht reden, man kann kein Radio mehr, man ist einfach am Ende. Ja, das ist das, dieses Gefühl. Und dann hat Ihnen da geholfen, dass Sie an ein Leben nach dem Tod glauben? Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich das weiter glauben kann. Ob ich glauben kann, dass meine Eltern tatsächlich in einer anderen Weise existieren, die mir jetzt verborgen ist. Und ich habe dann festgestellt, dass ich fest überzeugt bin, dass man nicht alles sieht, was existiert. Dass die Dinge, die ich fühle, zum Beispiel die Liebe, die ich fühle, ja, zu meinen Eltern, dass die auch in mir schon unzerstörbar war. Und dass ich immer das Gefühl hatte, auch schon als Kind, dass wir mehr sind als Materie. Ich hatte immer das Gefühl, es gibt eine Zeit hinter der Zeit, die ich jetzt erlebe. Und für mich war die Bewältigung dadurch, sage ich, einfacher. Ein meiner Brüder hat da so gehadert wie ihre Frau, ja? Ist also dann eher in die andere Richtung eine Zeit lang und ist dann erst später wieder, als er selber Kinder bekam, hat er das Geschenk des Lebens, weil er spät Kinder bekam, wieder begeistert, hat gemerkt, das Leben geht irgendwie weiter. Und weil, ich sage jetzt mal, Gott ihm Kinder geschenkt hat, konnte er wieder glauben. Also glauben Sie das wirklich, dass Gott das schenkt? Ich glaube, dass Gott jedes Leben schenkt, weil ich erkenne doch, dass wir uns nicht selber gemacht haben. Wir konnten unsere Eltern konnten in der Regel, wenn es nicht gerade bei IVF ist, was ja neueren Datums ist, nicht entscheiden, wann wir entstanden sind. Ja? Und auch über unseren Charakter und so weiter bisher Gott sei Dank nicht entscheiden. Das wird sich ja vielleicht in den nächsten Jahrzehnten ändern. Wir sind also nicht das materielle Produkt, sondern ich würde sagen, natürlich, wir sind das Produkt der Liebe der Eltern. Aber wir sind doch ganz wir selbst. Und wir schulden unseren Eltern auch nicht direkt unsere Existenz. Ich glaube ganz sicher, dass wir unsere Existenz der Größe des Schöpfers der gesamten Welt, des ganzen Universums verdanken. Also ich denke mal, das ist die Grundentscheidung, die man irgendwann einmal trifft, letztlich auf das Denken bis über den Tod hinaus mitbestimmt. Man kann sagen, das Leben ist sinnlos. Kann man. Hat sinnlos angefangen, endet sinnlos? Ja, aber bitteschön, ich muss ja nicht an Gott glauben. Ich kann da sagen, ich bin Zufallsprodukt, bin halt irgendwann entstanden. Entschuldigung, es gibt Millionen von Menschen, die sind zufällig entstanden, keiner wollte sie. Klar. Ja, also die sogenannten Verkehrsunfälle beim Stromausfall. Beim Verkehr, ja. Oder wenn der Fahrstuhl stecken bleibt. Aber wie kommen die dann zu einer Sinnhaftigkeit ihres Lebens? Sie sind doch dauernd im Hospiz, Herr Eggert. Was bin ich dauernd im Hospiz, aber oft, manchmal, ja. Manchmal, ganz selten sind Sie im Hospiz. Gut. Wenn Sie dort mit Sterbenden sprechen, die haben ja tatsächlich in den meisten Fällen, so habe ich verstanden, nur noch wenige Tage, Wochen zu leben. Sonst wären Sie ja nicht in diesem Hospiz. Hilft denen denn eine Aussicht auf ein ewiges Leben, ist Ihnen das ein Trost oder ist das eher ein Vertrösten auf irgendwas? Also ich glaube, die Bildersprachen sind da gar nicht so klar. Es gibt Menschen, jetzt sag ich mal, die sterben getröstet. Ja? Und dieses getröstet Sterben bedeutet für sie, ja, das ist jetzt, aber das kann nicht alles gewesen sein. Ohne dass das jetzt so diskutiert wird, wie wir das hier diskutieren. Kann man das sagen, dass es wie viel Prozent von den Leuten? Nein, ich lasse. Würde es gerne wissen. Wissenschaftler will Statistiken und Zahlen. Nein. Oh, er darf doch fragen. Eine Idee, also, kann man das sagen, was da los ist? Genau. Also wie viele Menschen, die sterben, glauben an Gott und wie viele Leute glauben nicht an Gott? Gibt's da? Da gibt es keine Statistik. Nee, weil es würde mich interessieren, wer damit besser zurechtkommt. Aber es ist was ganz anderes. Ich muss als Sterbebegleiter für mich doch entscheiden, welche Bilder. Ich bin der Meinung,
ich bin der Meinung, wenn jemand im Sterben liegt, sollten wir versuchen, ihn mit freundlichen Bildern aus dem Leben zu verabschieden. Ja, weil Sterben gehört zum Leben. Sterben gehört noch nicht zum Tod. Also das ist meine feste Überzeugung. Und dann muss ich überlegen, wie ich diese Bilder in ihn wieder hervorhole. Und da gibt es Menschen, die sind christlich geprägt. Da kann man auf die christliche Bildersprache zurückgreifen. Und dann gibt es Menschen, die wissen von den Bildern des Christentums gar nichts, was ich inzwischen fast für einen Verlust halte, weil auch die milden Aussagen, die so ein Leben noch benden können, dann nicht mehr drin vorkommen. Also die meisten, die hoffen, dass das nicht alles gewesen ist. Und diese Hoffnung kann ich verstehen. Ich sag denen immer... Gibt es da auch Konvertiten? Also, dass Leute zum Beispiel ungläubig sind und dann zu Gott finden oder umgekehrt? Nein. Aber wir haben man erlebt doch, dass Menschen, jetzt muss ich Sie unterbrechen. Ja. Tut mir leid, Herr Theologe, Sie predigen und predigen. Ja. Aber gut. Sein Job. Also, Frau Arthur, Sie haben ja die Erfahrung auch, Ihr Onkel ist vor kurzem genau. gestorben ja. und Ihr Vater ist krank. Und mein Schwager mit Anfang 40, was sehr viel tragischer war, jetzt Todeserlebnis innerhalb unserer Familie, weil 3 Kinder zurückgelassen sind und dieser Krebs ist ein fürchterlicher Tod. Mhm. Auch das habe ich erlebt und selbstverständlich fragt man sich dann, was passiert jetzt mit dem? Das ist ein liebender Vater, die 3 Kinder leiden und wir leiden. Er ist wie ein Bruder für mich gewesen. Also, und ist er gläubig? Er war sehr gläubig. Hat ihm das geholfen? Er wollte nicht gehen. Nein, er wollte nicht gehen. Auf jeden Fall hat ihm das sicher, weil er gläubig war, dann am Ende geholfen, bin ich der Überzeugung davon. Und das gibt es, dass Menschen, je älter sie werden, desto gläubiger werden. Das erlebe ich in meiner Großfamilie, in meinem näheren Umfeld, dass sie immer gläubiger werden und plötzlich anfangen, 5-mal am Tag dann auch zu beten, in die Moschee gehen etc. Also dass das mit dem Alter zunimmt und auch mit zunehmendem Alter auch immer mehr, also eher zur Hatsch gehen, nach Mekka fahren, also als dass sie das in jungen Jahren machen. Das erlebe ich schon. Aber ich wollte noch mal zurückkommen auf Sie beide, die so kritisch damit umgehen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe diese Momente selbstverständlich auch. Und mir kommt die ganze Zeit Auschwitz in den Sinn. Ja? Mhm. Also das sind doch Momente, wo wir uns doch richtigerweise die Frage stellen, wo war Gott zu diesem Zeitpunkt? Ja? Und das gehört für mich zum Glauben dazu, dass ich zweifle. Es ist doch nicht so, dass ich die absolute Wahrheit habe und das ist richtig. Und ich denke auch immer wieder darüber nach, was soll das? Warum ist das so, wie es ist? Und wenn die Religion politisiert wird, da bin ich die Letzte, die da mitmarschiert. Das werden Sie wissen. Also Sie werden wissen, wofür ich mich einsetze. Ja? Ich habe gestern die Petition unterzeichnet für das junge Mädchen aus Pakistan, die Malala, dass sie den Friedensnobelpreis kriegt. Und ich hoffe, dass sie ihn bekommt. Ich auch. Bete für sie, dass sie den bekommt. Da sind wir uns ja endlich mal einig. Dieses Kind ist Opfer einer politisierten Religion. Wir wissen das weltweit. Und wenn Religion, Glaube politisiert wird, da bin ich weg. Da gehöre ich nicht hinein. Aber wissen Sie, warum ich bei meinem Glauben trotzdem bleibe? Ich bleibe daran, weil ich diese Erlebnisse habe, diese ganz subjektiven Erlebnisse. Und mir hilft der Glaube an Gott, weil Gott hat mit mir entschieden, dass ich in diesem Leben noch einiges zu erledigen habe und dass ich zu den Menschen gehöre, die leben dürfen. Ich habe mit ihm die Entscheidung getroffen, dass ich zurückgehe. Und das ist für mich auch ein starkes Argument gegen all die Islamisten, die da draußen sind. Und der Ansicht sind Frauen wie ich, die dürfen nicht auf dieser Erde sein. Und dann frage ich sie zurück, sag mal, wenn dein Allah, wenn dein Gott der Ansicht ist, dass eine Frau wie ich nicht leben darf, warum bin ich dann noch hier? Und dann spricht er noch mit Ihnen. Ja, dann spricht er auch noch mit Ihnen. Das ist ja Lästerei eigentlich. Ne? Nein, aber vielleicht ist es Gotteslästerung. Ja. Herr Möller, könnte es sein... Aber angenehme Gotteslästerung. Herr Möller, könnte es sein, dass Sie in Jahren auch noch zu Gott finden? Das ist im Moment schwer vorstellbar. Ich erinnere mich an 2 Schülerinnen, die ich erlebt habe, jetzt, wo sie
über diese Geschichten sprechen, die mir in der Schule begegnet sind. Und Sie sind Pädagoge. Ich war Lehrer, genau, richtig. Und diese Schülerinnen sind mir begegnet und haben gesagt, es hat sich also herumgesprochen, dass ich Atheist bin, und haben gefragt, Herr Müller, Zweitklässlerin, hast du keine Angst vor der Hölle, wo der Teufel auf dich wartet? Wo war denn das? Ja. Das war in einer ganz normalen Berliner Grundschule, unterrichtet, im evangelischen Unterricht. Ja, aber das kann passieren, so, natürlich. Das kann passieren. Dass ganz normale Kinder das erzählen? Oh je. Ja, ich kenne armes Berlin. Gut. Nein, nein, nein. Ich bin ganz neue Facette von Berlin. Aber tun Sie doch so, als ob das kein Ding ist. Ich habe noch nie gehört. Doch, ich kann Ihnen da mal. Also Sie haben jetzt viel geredet und dabei wenig gesagt in letzter Zeit. Ja, gut, ja. Also das müssen Sie schon akzeptieren. Deswegen müssen wir uns jetzt schon mal darauf konzentrieren, dass diese Religion genau dieses Element hat, dass hier Kindern beigebracht wird. Wenn du dich nicht an unsere Regeln hältst, dann landest du in einem ewigen Höllenfeuer. Ich kenne nicht ein einziges Kind, das so etwas beigebracht bekommen hat. Eggert, und bin 16 Jahre Pfarrer gewesen. Ja, aber dann ist Ihre Welt sehr klein. Ich finde es tut mir leid, jetzt muss ich mal wieder sprechen. Ich sage ja gar nicht, dass das nicht stimmt, was er sagt. Aber ich kann das nicht als Generalbeispiel hinstellen und sagen, und deswegen glaube ich nicht an Gott. Aber ich kann das als Generalbeispiel... Das ist eine Verallgemeinerung, die überhaupt nicht zutrifft, junger Mann. Ich kann das als Generalbeispiel dafür hinstellen... Das kann ich wirklich verstehen. Nein. Herr Eggert, lassen Sie ihn aus. Ich kann es als Generalbeispiel dafür hinstellen, mich gegen diesen Schwachsinn einzusetzen. Ja. Denn wenn das Kindern erzählt wird, dann bin ich der Erste, der dann aufsteht und sagt, Kinder, das ist eine Lüge, lasst euch diesen Quatsch nicht erzählen. Ich auch, aber beschäftigen wir uns doch mit der Hölle. Schauen wir uns das mal an, welche Vorstellung uns da zugemutet wird. Die Hölle, im Christentum der Hort der Verdammten. Sünder und Ungläubige sollen hier für alle Ewigkeit Höllenqualen erleiden. Jesus droht in der Bibel den Sündern die Höllenstrafe ausdrücklich an, spricht vom ewigen Feuer und ewiger Pein und fordert: Fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Der im 4. Jahrhundert lebende Kirchenvater Augustinus hielt die Angst für einen legitimen Grund, sich zum Christentum zu bekehren. Eine Angst, die die Kirche im Mittelalter kräftig schürte und an der sie durch den Ablasshandel bestens verdiente. Zwar schaffte der Papst im Jahr 2007 die Vorhölle ab, in die nach traditioneller Vorstellung ungetaufte Kinder kamen. Doch die Hölle ist bis heute aktuell. Fast ein Drittel aller Europäer glaubt an die ewige Verdammnis. Was sie dort erwartet, steht im aktuellen katholischen Katechismus. Die Seelen derer, die im Stand der Todsünde sterben, kommen sogleich nach dem Tod in die Unterwelt, wo sie die Qualen der Hölle erleiden, das ewige Feuer. Und Papst Benedikt hat nur die Vorhölle abgeschafft, hält aber fest, dass die Hölle, von der man in unserer Zeit so wenig spricht, existiert und ewig ist für jene, die ihre Augen vor seiner Liebe verschließen. Paul Löhr, das Sie sind Katholikin. Zu Recht, ja. Ich will das verstehen, dieses Konzept der Hölle, und will wissen, was Sie darüber denken. Sie sind überzeugte Lebensschützerin. Man könnte auch sagen, Sie sind Abtreibungsgegnerin. Nehmen wir dieses Beispiel. Ich bin für das Leben, sagen wir es lieber so. Ja, ich verstehe schon, aber damit wir wissen, was damit gemeint ist, fasse ich es auch mal einfach so und frage deshalb, wenn eine Frau abtreibt und diesen Schritt nie bereut, landet sie dann Ihrer Vorstellung nach in der Hölle? Also, das glaube ich nicht. Ich würde sowas nie wagen zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, wir haben vorhin das Wort von Auschwitz gehört. Ja? Für mich war, als ich zum ersten Mal von Auschwitz gehört habe, das auch klar, dass das eine Hölle war. Auch weil da Ofen waren und so weiter. Ja? Das Hölle ist ja für viele Menschen auch schon hier etwas. Also wenn wir tragische Erlebnisse haben, wenn wir verletzt werden, wenn uns, was wir hier schon gehört haben, wenn uns Dinge passieren, die einfach grauenhaft sind, oder wenn wir die Kriege, die jetzt parallel laufen, während wir hier gemütlich sitzen, wenn wir das alles sehen, wissen wir, dass Leute schon die Hölle, also aus meiner Sicht, erlebt haben. Ob es mehr Hölle gibt als Auschwitz oder andere Systeme, Pol Pot, wir können ja vieles nehmen. Wir haben ja, das ist, aber ich will nicht ausweichen Ihrer Frage, keine Sorge. Ja, klingt dazu. Nein, sondern die Frage ist ja, was
wenn wir von der Hölle reden, was meinen wir eigentlich? Ja, Sie haben das ja gehört, was Ihr Papst... Nein, wir beleidigen Gott damit. Herr Eggert, wir beleidigen Gott damit. Nein, können wir jetzt mal kurz konzentriert da bleiben. Woher wissen Sie denn, wie man Gott beleidigt? Ich will noch mal auf den Film zurück, Frau Löhr, und es damit klären. Weil dort ja Papst Benedikt der 16. Ihr Papst, nicht zuletzt der Stellvertreter Gottes in der Vorstellung. Christi als Mensch. Das ist doch das Gleiche. Okay. Ja, gut aufgepasst. Jedenfalls... jemand offensichtlich, der nicht irren kann. Wenn Sie jetzt sagen, die Hölle war Auschwitz, die Hölle sind Kriege. Er sagt, die Hölle existiert sehr wohl. Deshalb nochmal die Frage, wenn eine Frau abtreibt, dieses nie bereut, landet sie dann Ihrer Vorstellung nach in der Hölle? Also ich denke, jede Frau wird Gründe haben, die wir nicht kennen. Wir kennen ihr Leben nicht. Jeder von uns hat ein Leben, in dem es Gutes und Böses geschieht. Es steht keinem Christen zu, jetzt zu sagen, und das würde ich auch nicht tun, diese Tat führt dich automatisch in eine ewige Trennung von Gott. Für uns als Christen, als Katholiken, ich weiß nicht, wie es im Protestantismus genau jetzt ist, das wissen Sie besser, ist die ewige Trennung von Gott, der die Liebe ist, die ewige Trennung von der Liebe, das quasi die Kälte, das Alleinsein, die ewige Einsamkeit, das ist für uns übersetzt die Hölle. Also die Hölle ist nicht ein physischer Ort, weil Sie müssen ja bedenken, wir sprechen über die Ewigkeit der Seele. Die Bilder aber die Hölle ist eine späte Rechnung, oder? Die aufgemacht wird, wenn man kein gottgefälliges Leben geführt hat. Es gibt doch viele Atheisten, die gute Dinge tun. Also, nein, aber wir sprechen ja gerade vom katholischen Glauben. Gibt es die Hölle, ja oder nein? Ich bin also, dass es die Hölle gibt. Ja oder nein? Es gibt die Hölle. Aha. Na, also. Okay. Ja, danke. Ja, okay. Das hat aber gedauert. Meine Güte. Politiker und Theologen. Wir wollen ja nicht nur in Schlagworten. Die Frage ist doch, was ist die Hölle? Ja, und voll laut die Hölle ist, wenn keiner mich liebt, ich einsam bin, wenn ich die ewige Liebe Gottes nicht erfahre, wenn ich keinen Zugang zur ewigen Liebe habe, wenn ich für immer allein bin. Alleinsein ist zum Beispiel nach unserer Überzeugung die Hölle. Aber die getrennt Bilder, bin. Die Bilder ehrlich gesagt, die Bildersprache ist so wie die Engelbilder. Wenn Sie jetzt Engelbilder gezeigt hätten und mich gefragt hätten, glauben Sie, Frau Löhr, dass Engel so aussehen? Weil wir haben alle Kirchen voll, auch im Islam gibt es Engel. Wir haben alle Kirchen voll mit Engelbildern, kann ich sagen, ehrlich gesagt. Wozu genau braucht Frau Löhr die katholische Kirche ein Konstrukt und sagen wir mal ein Druckmittel, eine permanente Drohung wie die Hölle? Also ich würde es nicht, das ist kein Druckmittel, sondern ich denke... Ja, ist auch kein Sanatorium, wenn man da landet. Die, ist kein Druckmittel. Die Himmel, der Aufgabe, die Aufgabe ist, von Christen dann. Ist es, sonst sind sie aus meiner Sicht keine Christen, ist die Liebe Gottes zu kommunizieren, zu zeigen, zu leben und dafür zu sorgen, dass im Grunde genommen mehr Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen. Religion hat doch auch was mit Ethik zu tun. Also Glaube hat auch schon was mit Ethik zu tun. Und Sie sagen ja, dass andersherum, dass es keine Ethik gibt innerhalb des Glaubens und der Religion. Und ich denke, haben Sie das nicht vorhin gesagt, die Ethik? Nein, aber ich meine, es macht es natürlich Spaß, über die Hölle zu sprechen. Es geht doch viel auch um Gut und Böse. Es geht darum, wie wir miteinander hier auf dieser Erde umgehen. Gute und böse Menschen gibt es genauso wenig wie gute und böse Menschen. Also man muss sehen, wann diese Bilder entstanden sind. Ich möchte es aber noch mal anders zuspitzen. Nein, damit wir Unsinn, dass es um Gut und Böse geht. Dass wir die Konstruktion nicht verlieren. In der Ethik fragen wir nach fair und unfair, in der Moral fragen wir nach Gut und Böse. Die Frage war doch gerade, wozu genau braucht die katholische Kirche eine Konstruktion wie die Hölle? Und die katholische Kirche braucht sie nicht. Doch, Frau Löhr, Sie sind genauso wie ich im katholischen Glauben erzogen das worden. Ist wie oft haben Sie gehört, pass auf, sonst landest du in der Hölle? An uns ist das vermittelt. Ich habe das gehört. Deshalb wundert mich auch nicht die Geschichte von Herrn Ebert im Übrigen. Von Herrn Möller im Übrigen, der ein Kind trifft, das von der Hölle weiß. Also und Sie sehen es ja an unserem Film. Dieses ist ja ein gängiges Mittel. Deshalb will ich nur verstehen, warum genau, und darauf können wir uns doch sicherlich verständigen, warum genau hat die katholische Kirche, und die nehmen wir jetzt mal heraus, Vorschriften festgelegt, was ein gottgefälliges Leben ist, und versieht sie mit dem Sanktionsmechanismus, das zum Schluss abgerechnet wird. Und dann landet man im Zweifel in der Hölle. Also die im Zweifel in der Hölle, das dürfte keiner ultimativ sagen. Nee, aber kann sein. Die
die aber Aufgabe... Wozu gibt es die denn, genau, wenn dort keiner landet? Nein, wir wissen nicht. Wir wissen zum Beispiel, ich meine, wir wissen nicht, wie die Ewigkeit aussieht. Darauf haben wir uns ja schon verständigt. Sondern wir wissen nur, dass die Ewigkeit darin besteht, dass wir einen Zustand haben wollen, der nicht aufhört. Wir kennen doch auch jetzt schon Glückssituationen, von denen wir nicht wollen, dass sie aufhören. Wir hätten noch einen Gast gebraucht, der bestätigt, dass es die Hölle gibt. Also da fehlt ja, Ich kann die Frage Sie haben jetzt ungefähr 10 Minuten Zeit gehabt und haben es nicht geschafft. Also, ich kann die Frage einfach kurz und knapp beantworten. Es gibt die katholische Hölle, weil diese ganze Gottesgeschichte ohne Hölle so spannend wäre wie ein Boxkampf ohne Gegner. Viele Theologen sagen, die Hölle ist vielleicht leer. Ja, Entschuldigung, es sind schon Leute für weniger in der Psychiatrie gelandet als für solche Behauptungen. Ich finde also nicht, dass Sie meinen Glauben... Herr Möller, darf ich Sie um eins bitten, dass Sie nicht Gäste beleidigen? Das finde ich, das muss nicht sein. Lassen Sie uns auch sachlich... Damit beleidige ich ja nicht Sie. Nicht? Nein. Gut, also, dass Gläubige keinen Vernunft haben, also war ja Sartre, schon mal angeklungen. Sartre hat gesagt, die Hölle sind immer die anderen. Ja, das ist dieser schöne Satz. Das ist so ein Punkt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist eigentlich eine Beleidigung Gottes, diese Bilder, auch diese Vorstellungen, auch dieses Drohpotenzial, das aufgebaut wird. Es wird doch viel Angst gearbeitet. Ich würde mich weigern, an einen Gott zu glauben, der so kleinkariert ist, zu sagen, wenn du das und das nicht machst, dann landest du dort. Aber daran glauben Sie, aber wir wissen, dass Sie müssen auch zugeben, dass mit Angst gearbeitet wird. Also das sag ich ja gerade. Das ist aber nicht meine Methode, mit Angst zu arbeiten. Ich glaube ja auch an Gott und habe das gerade erklärt, aber dann ist es unfair zu sagen. Ich würde gerne mal eine Brücke schlagen. Ja? Bitte. Ja, klar. Es wird viel mit Angst gearbeitet. Also ich denke, dass Glaube und Wissenschaft beides Systeme sind, die Vorteile haben, aber die natürlich auch ein paar Mankos haben. Also das Manko der Wissenschaft ist natürlich, dass bestimmte Dinge nicht erklärbar sind. Mhm. Ich weiß nicht, was vor dem Urknall war. Und als Wissenschaftler sage ich, das kann ich nicht beantworten. Damit muss der Wissenschaftler leben. Das ist ein großes Manko. Genau, da könnte ja auch ein Gott sein. Genau, ja. Das Manko von Religionen oder von Glaubenssystemen ist, dass sie Dinge behaupten, die man per se nicht belegen, widerlegen kann. Und dass dadurch natürlich auch perfekt Macht aufgebaut werden kann. Das ist ein großes Manko der Religionen. Dass ein Religionsführer dasteht und eben mit der Hölle drohen kann und man im Zweifelsfall nicht sagen kann, ich mache ein Experiment und zeige dir, dass die Hölle nicht existiert, also Feierabend. Mhm. Nein, sowas kann ich nicht machen. Ich muss ihm glauben oder ich muss ihm nicht oder glauben. Oder nicht, ja. So, ja, und das ist ein großes Manko. Aber den wesentlichen Dingen, die Entscheidungen, die wir alle persönlich für uns selber treffen, die treffen wir aus dem Glauben heraus, nicht aus wissenschaftlicher Berechnung. Und da treffen sich die Bereiche wieder. Sagen Sie ein Beispiel. Ja, die Entscheidung, wie viele Kinder möchte ich haben in der Planung, das sind für mich keine Entscheidungen, die wissenschaftlich begründet sind, sondern das sind für mich Entscheidungen, die aus dem Glauben herauskommen, nämlich aus dem Glauben und Hoffen, dass es gut ist, dass man in diese Welt Kinder setzen kann, aus dem Zutrauen daraus. Und ich kann das ja verstehen, dass man sagt, ich will diesen Schnitt haben zwischen Glauben und Naturwissenschaft. Ich habe da eine ganz andere These. Beide ergänzen einander. Und eins darf nicht sein, dass der eine glaubt, er könne im Grunde mit seinen Erkenntnissen den anderen aushebeln. Nur die Frage ist, wie leben wir mit all den Erkenntnissen, die wir haben? Naturwissenschaft, die ganzen Erkenntnisse, die wir haben, wer sagt uns dann, ob wir sie umsetzen dürfen und wann wir sie nicht umsetzen dürfen? Das ist eine Frage dann der Ethik. Worauf fußt denn die Ethik? Doch nicht auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf meiner Einstellung zu diesem Leben, ob ich glaube, in dieses Leben und in dieser Welt darf man diese und diese Dinge tun, ohne Menschen zu verletzen. Und diese Sache mit der Hölle, wie gesagt, war für mich nie, ich bin auch mit 22 erst konfirmiert worden, von der Hölle habe ich nicht viel gehört. Ein Gott, der eine Hölle einrichtet, um im Grunde Andersdenkende zu vernichten, da wäre ich der Erste, der aus der Kirche austritt und öffentlich abschwören würde. Ich bin überzeugt, weil es nicht so ist. Das ist nicht so. Ja, ich will den Gedanken aufgreifen, was kann man daraus machen? Und wir waren schon da drin, Frau Artisch hat es eben auch schon mal angetippt, wie missbrauchsanfällig sind denn genau diese Konstruktionen einer Hölle oder eben auch eines Paradieses?
kämpfen und sterben für Allah. Schon Kinder werden darauf bei der Hamas trainiert. Wer im Kampf für Allah stirbt, ob als Selbstmordattentäter oder Soldat, dem werden im Paradies Jungfrauen versprochen. Geschenk von Allah Azzawajal ist, dass er mit 72 bestimmten Jungfrauen verheiratete im Paradies. Bestimmten schönen Frauen, die extra erschaffen worden sind. Frau Artisch, wie missbrauchsanfällig ist also auch das muslimische Versprechen eines Paradieses? Ganz, ganz stark ist das anfällig. Und das ist natürlich auch ein Problem, mit dem ich immer wieder zu tun habe. Und deshalb gibt es sehr viele Muslime. Ich war auch Mitglied der Islamkonferenz, wie Sie wissen. Auch dort saßen Vertreter des Islams, die der Ansicht waren, ich bin keine Muslimin, weil ich all diese Politisierung nicht akzeptiere und nicht in deren Sinn sozusagen Muslimin bin. Und sage, das, was da passiert, was mit den Kindern passiert, was dieser Herr da gepredigt hat, das ist Hass. Das ist Hass und das ist hässlich und, und die arbeiten mit Angst. Und stellen sich über Gott und wollen über Leben und Tod entscheiden. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Die Entscheidung über Leben und Tod, die trifft nicht ein Mensch gegen einen anderen Menschen. Da hat er nicht das Recht dazu. Und sobald Religion dazu genutzt wird, darüber zu entscheiden, ja, dass die Religion dazu missbraucht wird, von Menschen darüber zu entscheiden, wo ist unwertes Leben, wo ist wertiges Leben, dann wird Religion für mich politisch. Und das hat nichts mehr mit Glauben zu tun, mit der Spiritualität, die ich für mich gefunden habe, warum ich das brauche, um mir Dinge zu erklären, die für uns so schwer erklärbar sind. Für mich ist die Religion sehr viel spiritueller. Damit will ich aufhören, Herr Ebert, mit einer Frage an Sie. Stichwort, wie erklärt man gut? Auch wenn Sie ja nicht daran glauben, das haben Sie ja gesagt. Wenn Sie aber trotzdem nach dem Tod erfahren, ups, es gibt doch ein Leben nach dem Tod. Sie kommen im Himmel an und versuchen jetzt Petrus zu erklären, dass das nicht sein kann. Wie werden Sie es machen? Dann sage ich 1:0 für dich. Danke. Danke an Sie alle, danke an Sie. Nächste Woche sind wir übrigens auch wieder später dran als sonst. Leider nach dem Fußball 23:30 Uhr. Bis dann. Tschüss.